schöpfen, wenn es jetzt sozusagen auch wieder geht, sozusagen die vielen dezentralen Urheber, die das aus intrinsischem Interesse machen als User-Generated Content, wenn man die versus die wenigen Großproduzenten aus der klassischen Medienkonstellation sieht, dann steht die Piratenpartei tendenziell auf der Seite der vielen, tendenziell möglicherweise auch unkommerziellen Urheber und so weiter. Ja, sicher. Also jeder Wandel gesellschaftlicher Art und auch technischer, wirtschaftlicher Art in dieser Dimension ist natürlich ein Kampf zwischen den fortschrittlichen Kräften, sag ich mal, und den Bewahrern, die sozusagen von dem alten Zustand profitieren. Das ist auch eine Soziologie so, das ist überall so. Und wir stehen natürlich auf dem Standpunkt derer, die diesen Fortschritt wollen. Und nicht auf den bewahrenden Standpunkt. Aber die Piratenpartei, könnte man sie nicht als freiheitsradikal bezeichnen? Aber freiheitsradikal würde ich das nicht nennen, weil freiheitsradikal ist für mich Anarchismus. Und das sind wir natürlich nicht. Der Punkt ist ja, wir sehen einfach diese Entwicklung, dass die Freiheiten, die wir bis vor kurzem noch hatten, auch, dass die bedroht werden. Wir haben ja ganz große Schritte gemacht, um Freiheit einzuschränken, um Bürgerrechte einzuschränken. Wenn wir diese Schritte jetzt zurücknehmen wollen, ist das aus meiner Sicht keine Radikalität in der Richtung. Wir wollen im Prinzip diese Bürgerrechte behalten, bewahren, wie sie da bestanden und die nicht modifizieren lassen durch Technik oder wirtschaftliche Interessen. Und das ist das, was passiert. Wir drängen also eine Entwicklung zurück. Ganz extrem ist es auf dem Bereich von Überwachungsgesellschaft. Wir sind ja nicht sozusagen dagegen, dass der Staat zum Beispiel seine Bürger im Wesentlichen verwaltet. Wir wollen aber nicht im Prinzip abgestempelt werden wie irgendwelche Massentiergeschäfte. Das ist der Unterschied. Der Staat hat uns ja in den 50er, 60er, 70er Jahren auch schon verwaltet, nur eben ohne einheitliche Personenkennziffer. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, das soll nicht sein. Das passiert aber jetzt mit der Steuer-ND, dieses Jahr eingeführt. Und wenn man dann sagt, nein, das wollen wir nicht, das ist aus meiner Sicht nicht radikal, sondern eher so ein bisschen sozusagen den Status quo bewahren im Bereich von Freiheit und Bürgerrechten, weil er eben von dieser Seite bedroht wird. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch dazu kommen auf den aktuellen Bundestagswahlkampf und die Rolle der Piratenpartei. Wie läuft aus Ihrer Sicht der Bundestagswahlkampf für die Piratenpartei? Also aus unserer Sicht läuft er extrem gut, kann ich sagen. Also wir haben im Prinzip alle personellen und finanziellen Mittel, glaube ich, die wir wirklich in letzter Zeit sammeln konnten, sehr gut eingesetzt. Einerseits ist natürlich die Frage, ob wir zum Beispiel die 5%-Hürde springen. Das ist aus jetziger Sicht nicht wahrscheinlich, aber dennoch möglich. Damit müssen wir rechnen, auch im positiven Sinne natürlich. Das würde natürlich alles umkrempeln. Dann werden wir sicherlich die Pläne alle über den Haufen werfen müssen, die wir jetzt haben, weil dann muss man natürlich die Organisation noch wieder voranbringen, die Leute im Bundestag organisieren und so weiter und so fort. Wenn das nicht der Fall sein würde, wäre es natürlich so, dass wir die Partei im Wesentlichen in der Richtung weiter ausbauen, wie wir es auch geplant haben. Zwischendurch kommen immer noch Wahlen, also zum Beispiel im März ist schon wieder die Landtagswahl in NRW. Ich habe gestern erfahren, beziehungsweise wir haben gestern darüber gesprochen, dass auch die Grünen jetzt zum ersten Mal in Landtags- oder Kommunalparlamente eingezogen sind. Wir sind jetzt auch in Münster und Aachen schon drin. Das heißt, dieser Weg ist auch erfolgreich. Man muss sozusagen nicht seine erste Wahl im Bundestag gewinnen. Anfang des Jahres hatten wir diese Obama-Euphorie und die Euphorie der Parteien über Online-Wahlkampf. Und jetzt plötzlich sehen wir, das Ergebnis ist nicht einfach, dass man jetzt, dass die klassischen Parteien vor allen Dingen im Internet jetzt noch mehr Wahlkampf machen können, sondern ist eigentlich, dass das Internet die politische Arena öffnet und eben Zugangsmöglichkeiten schafft für so etwas wie die Piratenpartei. So gesehen ist sozusagen die Piratenpartei eben auch sozusagen ein Ergebnis des Post-Fernseh-Zeitalters. Ja, diese Obama-Geschichte ist wirklich sehr interessant, weil in gewisser Weise ist das, was Obama gemacht hat, so eine Mischung aus Neuen und Alten. Er hat den Leuten ja im Prinzip gesagt, trag hier deine E-Mail-Adresse rein und wir informieren dich immer. Das ist also eigentlich zwar neu von dem Medium, unkompliziert, ich trage mich da auf der Webseite ein, die Webseite kennt jeder und ich muss keine Hürde überwinden, ich kann das sogar zu Hause machen. Andererseits ist es dann in der Folge sogar eigentlich klassisch, nicht modern, weil es wird sozusagen frontal gesteuert. Ne? Also es werden nur allen Leuten Informationen gegeben, die können gar nicht mitmachen, in dem Sinne nicht. Und das ist ein Unterschied, den wir machen sozusagen. Wir laden die Leute ein, mitzumachen, so im Sinne von Web 2.0 Communities. Sie können eben auch was beitragen. Zum Beispiel sind viele Dinge im Wahlkampf so entstanden, dass wir die gar nicht vom Bundesvorstand oder von irgendeiner zentralen Organisation vorgegeben haben, sondern dass die von uns, dass die Mitglieder oder sogar Nichtmitglieder gesagt haben, wir wollen mal das machen. Dann machen die das eben zum Teil einfach und das klappt super. Und die anderen Parteien haben wirklich vielleicht mit geliebäugelt sowas zu machen wie den Obama-Wahlkampf, aber ihre Klientel ist sozusagen dafür eigentlich auch nicht besonders bereit. Und in Deutschland funktionieren diese Sachen natürlich auch generell etwas anders als in den USA.